Der Assi. Ich glaub's nicht. Die sind ja so gemein. Wenn der mich sieht, bin ich tot. Das sind überall Scharfschützen. Halt's Maul. Wer denkt sich denn sowas aus? Muss ich jetzt echt in den Nahkampf gehen wegen so ein paar blöden Sniper? Da oben sind zwei Scharfschützen. Arsch. Arsch mit Hut. Hab ich Pfeile? Nicht viele, gell? Kein Ast. Sechs Pfeile. Kein Vogel auffliegen. Machen wir das mal lieber mit Hawkeye. Ein bisschen leiser könnte man dann doch sein, weil die Scharfschützen sind halt doch einfach gefährlich. Vor allem seht ihr das, wie viele da sitzen? Oh, und ich bin tot. Da oben ist auch einer. Es sind ja nur Scharfschützen. Der weiße Mann. Ja, wer denkt sich denn sowas aus? Gibt's doch nicht. Scharfschütze. Ist das auch ein Scharfschütze? Ja, natürlich. Und das auch? Ja, klar. Aber das sind ja nur Scharfschützen. Okay, jetzt langt's. Für Scharfschützen habe ich keinerlei Respekt. Weil Scharfschützen sind nicht fair. Nicht fair. Überhaupt nicht fair. So, wo guckst du hin? Du guckst da hin. Hier wird jeder Winkel abgedeckt, oder? Ich denke mal hier, wenn ich hier hingehe. Ja, so natürlich nicht lang. Das ist ja mal klar. Hopp. Nein, jetzt bin ich wieder drauf reingefallen, wie, auf die Art, wie die ihre Wege finden. Scheiße. So. Hops, hopp. Renn weg. Komm schon, das ist ein Scharfschützengewehr, keine Shotgun. Kommt mal wieder runter. Und tot. Nee, nicht. Finde ich gut. Ekelhaft. Ekelhaft, sag ich. Glaub mir. Ach, da sind sie überall welche. Okay. Also Scharfschütze ist ja mal so richtig pervers. Aber was man gegen Scharfschütze natürlich tun kann, ist sie mit Scharfschützengewehren abzuballern. Nicht wahr? So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Wenn ich den Hut nicht abschneide. Speichern. Aufstehen, Doc. So. Sehr schön. Jetzt ist doch, das sieht es doch gleich viel freundlicher aus. Wo war da noch einer? Warum war der da noch? Warum hat der da hingeguckt? Hat der nichts Besseres zu tun, als Bäume anzuschauen? Ach, das ist der, der guckt sich gerade noch mal böse um. Na du, der böses Hemd. Das sieht einen ja überall. Was macht der? Peripheres Sichtfeld. Zack, zack. Nehmen Sie mit. Nächster. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Weil wir nur zwei Schüsse. Was für eine königliche Munitionsverschwendung. Nächster. Munition, dankeschön. Hier ist hier drin nix. Schade. Gut. Jetzt haben wir doch ein paar den einen oder anderen Sniper erledigen können. War ja nicht einer vorhin? Ah, hier patrouilliert doch einer. Ein Duell, jetzt beruhigt euch. Ich töte nur eure Leute mal wieder. Wie immer. Zack, zack. Arg viele so hau drauf Missionen werden wir jetzt demnächst nicht mehr haben.
Dementsprechend nutze ich das halt und mache ein bisschen mehr Action. Mache ein paar actiongeladenere Folgen. Was eine Action in Anführungszeichen, was das Spiel halt so hergibt. Habt ihr es gesehen? Das war meisterlich. Also wenn man Munition verschwenden will, dann so. Ach, die schnappe ich mir später. Ich komme eh von der anderen Seite. Ich habe eh alle. Meine gesamte Munition ist verschwendet. Oh mein Gott, wie schlecht war das denn? Aber es sind schon verdammt viele und ich habe verdammt wenig Munition. Um dich trauert kein Schwein. Zu mir, um dich trauert kein Schwein. Verzeih, wenn ich den Hut nicht hab. Tja, das war jetzt klar, wenn zwei da stehen. Wenn sie hintereinander stehen, ist okay, dann bash ich halt drauf. Um dich trauert kein Schwein. Hier ist Munition, ich will einfach die Munition vervielfältigen. Stirb, du Hund. Zur Hölle so, mit dir. Alle tot, dankeschön. Beehren sie uns wieder. Ich könnte halt echt jetzt hier rum reingehen. Aber auch Zeit. Aber ich will noch nicht. Weil wir kriegen einen besseren Eingang. Und zwar einen deutlich besseren, aber wir können uns trotzdem mal dreckigerweise selber heilen. Pass in Zukunft besser auf. Seht ihr das? Dieser kompakte rote Punkt hier. Es schreit halt förmlich nach Dynamit oder sowas, nachdem wir Sam endlich befreit haben. Sam und Sanchez. Gut, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da hinten sind noch so ein paar vereinzelte Punkte, die mir Munition schenken wollen. Munition, Munition. Alter, aus der Distanz. Da oben stehen ja, sehen sie ja auch wie die Erpresser. Schon mal bitter, man sieht diese komische Punktlinie da und weiß, man ist tot. So. Wo geht das nächstes lang? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade nachladen, aber ich bin ja schon voll, warum auch immer. Voll mit positiven Gedanken. Voller Zuversicht. Ah, ihr zwei. Der einzige Schwachpunkt eines Scharfschützen ist, richtig, der Rücken. Genau, ich sag's doch. Weil es wird angeschossen, Mann. Das tut weh, da zuckt ein normaler Mensch zuckt unter solchen Umständen zusammen. Ich weiß ja nicht, zu welcher Art Mensch du gehörst, aber normale Menschen zucken da länger wie nur ein Bruchteil einer Sekunde zusammen. Moment, wollte ich nicht. Muss man hier nicht irgendwas machen? Ah, hier. Ich wusste doch noch, da war was. Scharfschütze! Da war was. Das sind auch noch jede Menge richtig asoziale Scharfschützen. Alles Sehende. So. Boah, der ist gerade ganz schön runtergeslidet. Ja, jetzt komm schon. Warum ruckelt das jetzt so behindert? Das ist jetzt überall so. Was für ein Job. Du wettest Ärger? Ach, eigentlich sollte ich dem Kind den Arsch versohlen. Aber der ist nicht mehr da. Dann sollte ich dem Kind jetzt den Hintern versohlen. Ganz ehrlich, verpetzt mich da einfach. Für einen Sporter, für so einen dreckigen, gell?
Wir sehen uns in der Hölle. So, da habe ich mich jetzt auch wieder nicht mit rumgekleckert. Komm her. Vielleicht wie der andere halt doch vor dem stirbt, den ich schon angeschossen hatte. Einfach weil er durch den durchgelaufen ist. So. Generell hat's also mit Ressourcen wirst du hier nicht zugeschüttet, das kann man schon sagen. Ist hier noch einer drin? Ah. Die Hallo. Geier warten schon. Gut. Das haben wir hier relativ sauber gemacht. Ist auch besser so, wenn hier sauber ist. Dann kann man nachher in aller Ruhe agieren, die Leute hin und her schicken und niemanden stört. Habt ihr es gesehen, wenn die hier irgendwo lehnen, dann haben die ihre Hitboxen immer irgendwo. Das ist dann richtig behindert. Wenigstens ruckelt's nicht mehr. Aber wenn die immer irgendwo lehnen, dann sind die Hitboxen von denen immer so scheiße. Das ist so richtig ekelhaft scheiße. Seht ihr das? Verzeih mir den Hut nicht abnehmen. Ja, jetzt brauchst du dich immer entschuldigen, Doc. Das ist okay. Die haben da vollstes Verständnis für. Damit springe ich den so viel sie aufbringen können. So, da braucht der PC immer ein bisschen, bis er das kapiert hat. So, jetzt. Rolle dahin, mein kleiner Wagen. So, Sesam, öffne dich. Also. Ist ja noch irgendwo irgendein wichtiger Rohstoff oder sowas, was wir noch nicht aufgesammelt haben. Weil. Der weiße Mann nicht, dass wir jetzt wieder irgendwie autogeportet werden oder sowas. So, die Pfeile habe ich eingesammelt. Da unten ist die Munition. Zur Sache jetzt. Die schnappen wir uns mit John. Allgemein noch ein bisschen Munition einsammeln hier. So gut es geht. Auf wird aber auch Zeit. So, Munition. Hier ist auch Muni. Dachte schon, okay, das war's. Gut, hier ist Munition. Wer hätte es gedacht? Da oben ist sogar 4. Schnapp dir das mal. Oh, da oben ist Scharfschützenmunition. Die ist unbezahlbar. Das ist einfach ein Free Kill. Hier oben ist zwar Muni, aber mein Gott. Munition soll es nicht scheitern. Ich meine, jeder Tote gibt mir wieder welche. Ja, du darfst auch gerne rennen, Doc. Du darfst sehr gerne rennen. So, was muss ich denn machen? Weg in das Depot. Sohn der Witwe. Also, wir haben 2 Missionen. Ich denke mal, wir schnappen uns als erstes mal die beiden hier. Das Problem ist, wir müssen das ja machen, ohne dass die beiden ausgeschaltet werden. Wir können natürlich versuchen, die beiden hier auszuschalten. Die stehen da ja so praktisch. Irgendwie halt. So, Doc Hudson hat's. Yo. Dann schnapp dir mal das Gas. Und John. Gehen wir's an. Hat noch hier irgendwo Munition gefunden, habe ich gehört. Beeilung. Hier ist auch noch Muni, aber nur 2, also hat die 4er Vorrang. Da bin ich. Gut. Vorwärts. Okay, hier oben schon. Sitzt da oben noch einer? Ne, den habe ich abgeballert. Dachte schon, ich muss sie totspucken. Also, der gesamte Verein. Ich hoffe nur, die laufen richtig rum. Jetzt bin ich aber gespannt. Und genau, das sind die Dinge, die nicht gehen. Dann wollen wir mal. Wenn man einfach nur, wenn man hier nicht aufgeräumt hätte. Sonst hätte ich jetzt jeden Einzelnen hier irgendwie vorbeischleichen lassen müssen und so weiter und so weiter. Das wäre doch traurig gewesen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall auch wieder Munition. Das heißt, wir können auch mal diese Combo-Aktion mit Doc und so probieren. Also hier einfach mal. Papapapapapap. Mal gucken, ob es geht, wenn der hier ist. Dann gibt's Beef. Und die hier drinnen, die muss ich alle. Also wie gesagt, ich versuche mal, das hier abzuschießen, um die beiden da auszuschalten. Aber ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Also gut. Probieren wir es mal. Hier ist F5. So. Ja, das funktioniert ja hervorragend. Also, ich bin begeistert.
Oh mein Gott. Ja, dann halt nicht. Die sind halt nicht gerade auf Heimlichkeit programmiert. Aber ich eigentlich gerade auch nicht. Akalar, hier stimmt was nicht. Komm, ich wollte dich abschießen. Och, Mann. Du hattest deine Chance. Gott sei Dank, es sind jetzt alles bis auf... Ach, wieder keine Muni. Hier ist dieses scheiß Trümmerhaufen, der blockiert mich brutal. So, jetzt sind alles tot. Sehr gut. Da hinten ist irgend so einer aufmerksam, aber der beruhigt sich auch wieder. Der beruhigt sich auch wieder. So, hier ist es schon besser, das mit Ding zu machen. So, von hier aus können wir es mal mit dem Scharfschützengewehr versuchen. Einfach weil es lustig ist. Ich hoffe, der macht nicht allzu viel Lärm, Doc. Zwei Schüsse habe ich. Wo bin ich? Wie heiße ich? Da bin ich. Jetzt rechnet er wieder. Rechne. Immer so bei dem Spiel, war schon bei meinem alten Rechner so. Ich hoffe nicht, dass die Sam und Sanchez jetzt abknallen. Nein, tun sie nicht. Also gut. Dann hätte ich aber jetzt trotzdem gesagt, Doc, dass du zusammenpackst und hier weggehst. Zur Sache jetzt. Und Johnny, mit dir versuchen wir mal, dass diese verbleibenden Überreste, die hier jetzt gerade so blöd rumrennen, abzugrasen. Oh weia, das wird ja was. Zack! Wer hat mich gesehen? Sie hat mich gesehen. Also gut. Press restart, try again. Hat mein Lehrer früher immer gesagt. Das war ein weißer Mann, der Lehrer. Ja, genau, ich habe das Duell gegen so ein Opfer verloren. Und warum? Weiß kein Mensch. Meine Güte. Solche Momente wünscht man sich dann einfach sah mit seiner Dynamitstange. Den wünscht man sich sowieso immer. Einfach weil Sam die absolute Macht hat. Ja. Und schon wieder das gleiche Opfer ist. Geht mir nicht runter. Weitere Vorschläge. So, einer. Nächster bitte. Nächster bitte. Ist da Alvin? Wow. Das war nicht lustig. Das war knapp. Schon wieder so ein Opfer. Weißt du, jetzt wenigstens die werden mit doppeltem Leben oder so. Nein, es müssen diese. Warum hänge ich fest? Weil ich die falsche Taste drücke. Ist natürlich scheiße, wenn man E drückt statt W. Generell unpraktisch. So, jetzt hat richtige Taste gedrückt. Das ist doch gleich mal ein Vorteil. Wie man sich Vorteile erhaschen kann, wenn man die richtige Taste drückt. Zack. Das war ein Opfer. Komm halt, ich will auch unglücklich. Zu mir! Alle Mann zu mir! Tja, ja. Eine nach dem anderen. Gott sei Dank! Ich dachte schon, wir wären erledigt! Toll! Wie für ein Arsch ist denn das? Ich habe euch nicht befreit, da laufen noch jede Menge Arschlöcher rum. Auf einmal sind die wieder freigegeben zum Abschuss. Oh. Toll, jetzt darf ich... Och nee, jetzt ist es ja... Okay, muss ich warten, bis sie sich beruhigt haben. Da hilft nichts. Gut, ich hab's noch nicht geschafft. Das ist wohl die wichtigste Grundlage. Ruhe im Frieden.
Das habe ich mich jetzt wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert, aber was soll's. Meine Fresse, ich treff nicht. Oh mein Gott. Das war ja so schlecht. Das hat ja fast schon wehgetan. Scheiße war's. Ne, klack. Tja. Gott sei Dank, ich dachte schon, wir wären erledigt. Was soll Sanchez machen? So ein Scheißdreck, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht mal, wer gestorben ist. Da ist hier ich dachte, irgendein von dem Haufen, der da drin ist. Keine Chance. Irgendein von dem Sauhaufen. Gott sei Dank, ich dachte schon, wir wären erledigt. Immerhin habe ich's. Dachte schon, ich muss sie trösten. Hab ich's jetzt endlich. Mama mia. Aber ich hab's geschafft, toll. Hooray! Hooray! So. Munition, da oben sind Pfeile, braucht kein Mensch. Der hat wahrscheinlich Porky damals von seiner Flucht noch liegen lassen. Generell, warum liegen hier Indianerpfeile rum? Warum liegt hier Betäubungsgas rum und warum Puder? Aber ich will mich nicht beschweren. Was? Ich meine, ich kann das Zeug ja schließlich brauchen. So, ja, zwei Helden, kommen hierher. Jede Menge Nitroglycerin, aber viele sind nicht mehr übrig. Hier noch. Da noch so eine Handvoll. Das kriege ich auch vor uns abgeschossen. Das mache ich noch, dann ist die Aufnahme für heute ewig zu Ende. Hier sind Pfeile, Hockey, schnapp du die dir. Bin gleich da. Hier lang. Der versammelte Haufen. Wenn's sein muss, dann also darüber. So, alles eingesackt. Gut, hier ist noch Muni. Sniper-Muni. Wenn's sein muss. So, das ist die. Ich bin ja ganz froh, dass wir gerade diese taktische Scheiße nicht machen müssen. Habt ihr den Radius gesehen, den der gebrochen hat? So. Der liegt da jetzt. Findet's nicht gut, aber was soll's. Die drei da hinten. Sind es noch drei? Sind noch zwei? Ich will das Gas nicht verschwenden. Das Gas ist nicht wert, das darf ich lieber ins Haus gleich. Verzeih, wenn ich den Hut nicht abnehme. Gut. Du bist weg vom Fenster. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, war ja. Da habe ich jetzt aber gerade wahrscheinlich einen ziemlichen Quicksave Zollabstoß. Wer nachlädt, der sagt, er soll nicht nachladen. Oh mein Gott. Und du sollst auch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Da habe ich wieder was verursacht. Da oben sind auch welche. Aber wisst ihr was, das mache ich einfacher. Doc, bleib mal hier zurück, hier hinten. Die Waffe darfst du aber gerne gezogen haben. Kaboom! Richtig, Master Kaboom. Das war einfach! Kaboom! Das soll er wegtragen. Ja, ja. Oh nein, die wecken sie wieder auf. Ja, Assi. Das finde ich auch nicht nett. Wecken die einfach wieder auf. So, das hat jetzt ja auf den Schuss genau gelangt.
Aber jetzt müssten hier alle weg sein. Sehr schön. Klarer Fall! Eigentlich ist es egal, was wir machen. Jetzt komm mal her, Doc. Nicht schießen. Gib hierher. Hier ist nämlich um so eine abgeschlossene Tür. Die schreit danach, aufgemacht zu werden. Und ich denke, dann haben wir das doch relativ souverän gelöst. So. Rein in die gute Stube. Halleluja! Pulverstaub liegt in der Luft. Ihre Eltern haben bewiesen, dass sie echte Gewalt. Oh mein Gott. So. Ich glaube, das hat sich echt gut gefallen, weil wir jetzt ja das Gold und die Waffen haben. Wenn du pinkelst, lasse ich dich fallen. Elender Bastard, wirst du wohl loslassen? Was für ein Monster. Doc kann wohl nicht so gut mit Kindern. Erwarte euch am 15. Oktober in New Orleans. Hasta la Victoria sempre, El Cotador. Sieh an. Chester Allen Arthur. Unser Präsident wird am 17. Oktober eine Rede halten. Vor dem Rathaus von New Orleans. Beiß mich ein Wiesel. Sie wollen den Präsidenten ermorden. Pack die Sachen ein, Kate. Wir reiten nach New Orleans. Den Präsidenten retten? Wie könnten wir besser unsere Unschuld beweisen? Hawkeye ist viel zu lange mit seinen weißen Brüdern geritten. Es ist Zeit, dass er heimkehrt in sein Dorf, zu seinem Stamm. Möge Manitou euch sicher auf eurem Weg geleiten. Und dich auf deinem, mein Freund. Das ist ein herber Verlust. Ein verdammt herber Verlust. Wir haben Hawkeye verloren. Unseren leisen K.O.-Hauer. El Grande Bandido! Den kenne ich. Der war heute hier. Bist du sicher? Dieses Kind. Ja, ja. Sie sind weggeritten. Da lang. Auf geht's, Männer. Wir sind ihnen dicht auf den Fersen. Dieses Kind, Alter. Dieses Kind. Stimmt, das ist ja immer noch. Ist der Typ von der Relay Station. Oh Gott, wie assi. Dieses Arschkind. Ganz ehrlich, wozu habe ich dem denn eigentlich die Mutter gerettet? Gibt's doch nicht. Der Revolver. Kommt auf den Tisch. Sonst gibt's Ärger. So ein Mist. Ich bin unbewaffnet. Darf ich durch? Sagen Sie mal, schöne Frau, kenne ich Sie nicht? Ich glaube kaum. Schade. Ich hätte schwören können, dass ich Sie schon mal irgendwo gesehen habe. Gut. Willkommen in New Orleans. Und diese Mission, ich muss ja zum Präsidenten reinmarschieren, nicht wahr? Das Witzige daran ist, wenn du jetzt auf Light spielst, ist das die einfachste Mission von allen. Und zwar wählt man einfach Kate an, lässt sie aufreizend laufen. Verdammt! Und läuft durch. Aber da die einen ja bei den Leveln aufhalten, geht es nicht mehr. Aber so, wenn man auf Light spielt oder auf Mittel, muss man halt einfach nur anwählen und weiter. Jetzt ist natürlich deutlich schwieriger, die ganze Geschichte. Dementsprechend machen wir das nochmal. Ja, ja, wir haben es mitgekriegt. Wir haben es mitgekriegt. So. Dem Colt und dem Rock. So.
Hier ist der Sheriff, hier sind ein paar Waffen, die interessieren ja nicht. Aber bevor wir das weitermachen, ganz klar ein Fall für nächste Folge, nicht wahr? Also, nächste Folge warnen wir den Präsidenten vor dem geplanten Attentat auf ihn. Und wir blenden trotzdem noch kurz die Karte ein und sehen, da ist verdammt viel rot. Das sind alles Soldaten und Zivilisten, die ausflippen, die lilanen. Dass da nichts blau sein kann, ich hasse es. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.